Herzlich willkommen beim Witten, Lachmann und Trink Diginar heute zum Thema künstliche Intelligenz, insbesondere mit Schwerpunkt Erfolgsfaktoren für Projekte in der Industrie. Da Netzwerken aktuell erfolgsversprechendes Thema ist, sind wir heute auch nicht ganz alleine da. Zum einen begleitet uns die Firma Point8, die ihren Schwerpunkt auch im Bereich KI und ähnlichen Themen hat und mit an der Werbetrommel gerührt, haben für uns dann auch noch das Mittelstandskompetenzzentrum in Siegen, der Transferverbund Südwestfalen und die Südwestfalen-Agentur, die gleich sich auch noch ganz kurz vorstellen werden in der Vorstellungsrunde, bevor wir dann in die Thematik einsteigen. Ja, das erwartet uns in den nächsten 60 Minuten. Also wir werden uns als Speaker nochmal alle kurz vorstellen. Wir steigen dann ein mit der Fragestellung, wo sich KI eigentlich eignet und wo nicht, was Erfolgsfaktoren sind, wie ich dann letztendlich auch an meine Daten rankomme und wie ich das auch mit Prozessen integriere. Ich für so ein Projekt am besten vorgehe, um dann zum Schluss Frage und Antwort zu geben. Wie gesagt, das Chatfenster, das finden Sie je nach Konfiguration Ihres Windows entweder am unteren Rand, klappt es sich auf, wenn Sie auf die Mitte des Bildschirms fahren mit der Maus, oder oben. Dort öffnet sich dann ein kleines Menü, wo Sie dann eine Sprechblase finden, auf der das Chat-Symbol ist. Ja, Herr Bechtloff, Sie dürfen beginnen. Dann schalte ich mich ja mal ein. Ja, ich begrüße alle in dieser Runde. Mein Name ist Jürgen Bechtloff. Ich vertrete die Lehrgebiete Messsteuerungs- und Regelungstechnik, digitale Produktion, Mechatronik. Also man merkt schon, das Verarbeiten von Daten an Live-Prozessen ist so mein persönliches Thema. Daneben vertrete ich das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Siegen. Davon gibt es ja mittlerweile 22 Stück in der Bundesrepublik. Die haben also einen nicht nur regionalen Auftrag, sondern sollen themenspezifisch über alle Regionalgrenzen hinweg wirken. Wir sind ein Verbund aus der Universität Siegen, dem Fraunhofer FIT und der Universität Bochum und natürlich der VHU Südwestfalen, die ich heute hier auch vertrete. Ich bin in Meschede mit meinem Labor und meinen Mitarbeitern und den Kollegen, die auch am Kompetenzzentrum engagiert sind, zu Hause. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Seminare, Vorträge, Workshops zu den Vorgehensmodellen, wie ich Digitalisierung in kleinen mittelständischen Unternehmen realisiere. Und unter anderem das agile Projektmanagement, Change Management. Wir bedienen uns Elemente des Blended Learnings, was ja gerade zu der jetzigen Krisenzeit besonders gut passt oder auch eine sehr rasante Entwicklung und Durchsetzung entwickelt. Und wir veranstalten Lab-Touren in unserer Transfer Factory. Das ist der Industrie 4.0 Demonstrator. Dort kann man also einen Einblick bekommen, wie Digitalisierung funktionieren kann. Das kann man anfassen, das kann man wirklich erleben. Das Foto oben gibt vielleicht so einen kleinen Eindruck. Wir machen das zielgruppenspezifisch. Also wenn Sie Lust und Interesse haben, zu unterschiedlichsten Schwerpunktthemen oder ganz allgemein eine Einführung bekommen möchten, laden wir Sie herzlich ein. Verabreden Sie mit uns einen Termin als Gruppe, als Unternehmen oder über den Transferverbund, über den wir diese Labtouren organisieren. Ja, soweit zu uns als Kompetenzzentrum in der Region. Ich gebe das Wort an Herrn Stehn weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Schwärmer von der Südwestfalen-Agentur. Hallo zusammen, Christopher Schwärmer von der Südwestfalen-Agentur. Der eine oder andere wird die Südwestfalen-Agentur kennen. Für all diejenigen, die Agentur noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, ein, zwei Sätze, was wir generell tun. Wir sitzen in Olpe und sind jetzt knapp über 10 Jahren und arbeiten gemeinsam mit Politik und Wirtschaft an Fachkräfte für die Region zu gewinnen, indem wir Fachkräfte von außerhalb aufmerksam machen, beziehungsweise indem wir Fachkräfte, junge Leute, die an Hochschulen oder Schulen werden und die in der Region erhalten.
Südwestfalen-Agentur. Wir arbeiten eben daran, Fachkräfte für die Region zu gewinnen, sie hier zu halten und haben dabei eben auch ganz besonders IT-Fachkräfte im Fokus und arbeiten eben daran, dass diese sehr begehrte Zielgruppe, die sehr wichtig ist für die weitere gute Entwicklung hier in der Region, dass die eben aufmerksam werden und informiert werden über die vielen, vielen Perspektiven, Jobperspektiven, die es hier in der Region eben so gibt. Und das machen wir durch vielerlei Maßnahmen. Unter anderem machen wir das durch einen sogenannten IT-Newsletter. An der Stelle, Herr Stinn, könnten Sie einmal weiterklicken. Genau, der erscheint alle 2 Monate. Den kann man ganz leicht und unkompliziert abonnieren auf der Seite it-perspektiven.com. Der Newsletter informiert all seine Abonnenten über aktuelle interessante Jobangebote, Praktika-Angebote, Abschlussarbeiten, hat immer auch ein Unternehmen, was er in den Fokus rückt durch ein kleines Video, was wir gemeinsam mit Unternehmen dann drehen und beinhaltet auch darüber hinaus einfach spannende IT-Projekte hier in der Region und beinhaltet eben auch ja einfach IT-News hier aus Südwestfalen, um da eben die Perspektiven hierzulande einfach transparenter zu machen. Und das ist sicherlich einerseits sehr interessant für Fachkräfte, also aus Sicht der Fachkräfte an sich, andererseits natürlich auch spannend für das eine oder andere Unternehmen, das sagt, ey, das finden wir spannend, da möchten wir uns an diesem Projekt eben auch engagieren, gerne auf mich zukommen, Kontaktdaten finden Sie auf der Website von südwestfalenagentur.de. Und an der Stelle, Herr Stinn, liebes Team von Lachmann und Ring, vielen Dank, dass Sie mir die Chance gegeben haben, hier dieses wichtige und spannende Projekt in diesem Rahmen kurz vorzustellen. Super. Vielen Dank, Herr Schwärmer. Last but not least, dann auch unsere Vorstellung für diejenigen, die die Firma Lachmann und Ring noch nicht so genau kennen, nochmal ganz kurz im Überblick. Wir sind ein Entwicklungshaus für individuelle Hardware und Software mit über 120 Mitarbeitern, aktuell an 2 Standorten in Freudenberg bei Siegen und in Dortmund. Startup sind wir nicht mehr ganz, 1983 gegründet worden und haben mittlerweile über 100 Industriekunden und entwickeln eigentlich auch mit einem 99,9 Schwerpunkt für industrielle Anwendungen. Ja, durchs Programm führe ich heute. Mein Name ist Michael Stinn, bin seit 4 Jahren im Unternehmen mit dem Schwerpunkt Anforderungen, also als Requirements Engineer, damit auch im Consulting tätig und habe noch mitgebracht die Kollegen Hebel und Kruse, die sich aber selber vorstellen möchten. Okay, dann übernehme ich gerne. Mein Name ist Matthias Hebel. Ich bin vom Background Diplom-Informatiker. Ich habe nach dem Studium noch am Institut für Roboterforschung in TU Dortmund promoviert und bin jetzt seit über 10 Jahren im Unternehmen Lachmann und Ring. Eingestiegen bin ich dort als Projektleiter für Softwareentwicklungsprojekte. Dann bin ich mal in den Vertrieb abgebogen und bin jetzt Entwicklungsleiter. Die Entwicklungsleitung teilen wir uns mit 3 Entwicklungsleitern. Meine Verantwortung ist der Bereich oder der Standort Dortmund. Und ich kümmere mich um die Themen Innovation und Beratung. Genau, und dann bin ich der Dritte im Bunde. Florian Kruse ist mein Name. Ich bin von der Ausbildung her eigentlich Teilchenphysiker. Ich habe am CERN geforscht, aber dann irgendwann mir den Absprung in die Industrie gewagt mit der Gründung eines eigenen Unternehmens, nämlich der Firma Point 8. Ich bin, wie gesagt, dann einer der 3 Gründer von Point 8 und der Geschäftsführer. Und ja, als Point 8 nehmen wir das, ich sag mal so, das KI und Big Data Know-how, was wir vom CERN und aus anderen Bereichen der Forschung haben und bringen das jetzt in die Industrie, insbesondere in Maschinenbau und in ähnliche Bereiche und ja, sitzen da in Themen wie Datenanalyse, Machine Learning und Simulation. Wunderbar. Ja, die Frage kam auch schon vorweg nochmal, wer irgendwie früher raus muss, Verbindungsstörungen hat oder ähnliches. Es gibt sowohl eine Aufzeichnung später als auch die Unterlagen. Dazu können Sie uns kontaktieren unter diesen Kontaktdaten, die Sie sehen.
Wir schicken Ihnen gerne dann auch umgehend die Präsentation und das Video wird natürlich kurz bearbeitet. Kleine Patzer, die selbstverständlich nicht vorkommen, rausgeschnitten. Und dann können Sie das auch bekommen und auch gerne verteilen. Das Ganze ist dann natürlich auch zu finden auf unserer Webseite lachmundtrink.de. Ja, zu Beginn hatte ich ja schon angekündigt, möchten wir eine kleine Umfrage mit Ihnen starten, die aus zwei Bereichen besteht. Dazu können Sie entweder den Barcode rechts einscannen oder die Zahl, die Sie hier in diesem blauen Kästchen sehen, auf menti.com eingeben. Während Sie dort beantworten, werde ich mal die Umfrage hier aufrufen, dass wir auch alle die Ergebnisse sehen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ein Stück weit spezifischer jetzt auch zum Thema. Wie stehen Sie zu KI? Einmal die Frage, ob Sie von sich selbst sagen würden, dass Sie genau wissen, was KI ist und wofür man es anwendet. Ob Sie selbst schon so ein solches Projekt durchgeführt haben. Und ob Sie auch schon eine Idee haben, was so ein KI-Projekt erfolgreich macht. Ja, also sieht so aus, dass der Großteil der Gruppe durchaus weiß, was KI ist, wofür man es anwendet. Die meisten aber jetzt wohl noch in einem Anfangsstadium bezüglich KI-Projektumsetzung und Erfolgsfaktoren stecken. Das ist natürlich super, weil es genau die Zielgruppe, die wir hier heute auch erreichen wollen. Ja, was hat uns hingeführt, um auch über dieses Thema gemeinsam zu sprechen? Was wir aktuell draußen am Markt vorfinden, ist häufig mit den Überschriften getrieben worden, Industrie 4.0, Digitalisierung, und führt aktuell sehr häufig zu einer Antwort, die irgendwie was mit KI zu tun haben scheint. Und Fragestellungen, die wir dort sehr häufig hören, sind: Wie geht man denn da vor? Wie schnell geht das? Kann ich meinen Kunden das auch zügig anbieten? Was brauche ich da für Personal? Was kostet mich das Ganze auch? Und welches spezifische Know-how brauche ich? Brauche ich überhaupt welches? Kann ich das alles zukaufen? Wenn man das dann so in den Markt hineinruft, dann kriegt man eine ganze Bandbreite an Antworten auf diese und ähnliche Fragen. Eine davon ist mit Sicherheit KI. Viele sprechen von Plattformen, wo man auch nicht viel programmieren muss, von Low-Code-Plattformen. Von IoT, das Ganze ist Plug-and-Play-fähig, da stöpsel ich alles dran, was ich an Daten habe, und dann purzelt mir da hinten Intelligenz raus. Und das suggeriert dann im rechten Teil, dass man eigentlich mit der Anschaffung einer Plattform oder einer Anwendung das berühmte Schweizer Taschenmesser mit allen Werkzeugen hat. Was man aber vielleicht eigentlich gebraucht hätte, ist ein scharfes Küchenmesser. Und wir möchten gerne ein Stück weit mit dieser Welt auch aufräumen, schauen, dass die richtigen Fragen gestellt werden und den Weg für Sie ebnen, dass Sie das Werkzeug bekommen, das Sie zum Schluss tatsächlich brauchen. Und brauchen heißt für uns eigentlich immer, dass Sie dort auch einen großen Mehrwert rausziehen. Deswegen haben wir neben aller Technik die Kernfrage heute, was so ein KI-Projekt eigentlich in Summe erfolgreich macht. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir machen das hier zusammen mit der Firma Point8, einem Partnerunternehmen aus Dortmund. Und dort wird jetzt der Florian sprechen und dazu mehr aus seinem Nähkästchen plaudern. Genau, sehr gerne. Genau. Bevor wir uns jetzt mit der Kernfrage, was KI-Projekte erfolgreich macht, beschäftigen, möchte ich jetzt gerade nochmal auf den Begriff KI und den Hype, den es darum gibt, eingehen. Auch wenn wir jetzt gerade in der Umfrage natürlich gesehen haben, dass
da schon so ein gewisses Know-how darüber da ist, was KI eigentlich ist, stellen wir zumindest immer wieder fest in unserer Wahrnehmung, wenn wir mit Kunden sprechen, dass oft das Thema, ja, wir möchten irgendwas mit unseren Daten machen, mit KI gleichgesetzt wird. Ja, das zeigt vor allen Dingen erstmal, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz omnipräsent und sehr gehypt ist, aber das vielleicht auch die Frage, was jetzt genau KI ist und wie man genau KI abgrenzt, vielleicht dann am Ende doch nicht ganz so einfach ist. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch kurz bei dem Begriff des Hypes. Wenn man sich jetzt hier mal den Gartner Hype Cycle anguckt, das ist jetzt hier der von 2017, der ist also auch schon 3 Jahre her. Und man mag jetzt vom Gartner Hype Cycle halten, was man will, aber man sieht hier sehr deutlich, dass 2017 die zwei KI-Begriffe Deep Learning und Machine Learning hier gerade so auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen stehen. Da das jetzt 3 Jahre her ist, könnte man jetzt davon ausgehen, dass inzwischen diese Begriffe hier in dieses sprichwörtliche Tal der Enttäuschung abgestürzt sind und wir jetzt inzwischen festgestellt haben, dass KI so als Begriffe vielleicht doch gar nicht so allmächtig sind, wie wir immer gedacht haben. Aber wenn man sich jetzt mal den Hype-Cycle von 2019, also vom letzten Jahr anguckt, stellt man fest, dass hier die Begriffe Deep Learning und Machine Learning verschwunden sind, dafür aber jetzt circa zehn komplett neue Begriffe rund um KI dazugekommen sind, die aber alle noch vor diesem Gipfel der überzogenen Erwartung stehen. Ja? Was auch immer man daraus jetzt mitnimmt, eins ist, glaube ich, klar, KI bleibt weiterhin ein Hype-Thema, bleibt weiterhin ein sehr angesagtes Thema. Und ja, jetzt kann man sich natürlich darauf aufbauen, fragen, ja, was ist denn eigentlich KI? Ja? Wie definiere ich eigentlich KI? Und da gibt es bei uns, einmal weiter bitte, war ich letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo es tatsächlich um den Einsatz von KI im Maschinenbau geht. Und da hat einer der Sprecher, ein Experte zu KI, die hier folgende Definition gegeben, hat gesagt, künstliche Intelligenz ist, wenn eine Maschine eine Aufgabe ausführt, für die ein Mensch Intelligenz benötigt. Das ist eine trickreiche Definition, weil sie lässt erstmal offen, was Intelligenz überhaupt ist. Und wer sich mit Intelligenzforschung beschäftigt, weiß, dass auch der Begriff der Intelligenz beim Menschen nicht ganz so klar definierbar ist. Hat aber auch hier gewisse Nachteile, die Definition. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal hier ein Beispiel anschaut, nämlich das Bild, was jetzt hier gleich erscheint, schriftliches Multiplizieren, dann können wir uns, glaube ich, einig sein, dass das eine Aufgabe ist, für die ein Mensch eine gewisse Intelligenz braucht, um die zu lösen. Wenn das aber so ist und diese Definition stimmt, dann müsste ich daraus folgern, dass ein Taschenrechner eine künstliche Intelligenz ist. Und das ist, denke ich mal, mindestens schwierig und ich glaube, die meisten werden mir zustimmen, dass ein Taschenrechner keine künstliche Intelligenz ist. Auf der gleichen Veranstaltung gab es dann noch eine zweite Definition von einem anderen Sprecher. Da wurde gesagt, ja, künstliche Intelligenz ist, wenn eine Maschine eine Entscheidung trifft, die sonst ein Mensch treffen würde. Auch diese Definition ist meiner Meinung nach mindestens schwierig, weil da kann man auch schnell ein Beispiel finden, was da nicht ganz so gut zutrifft. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vor ein paar Jahren noch am Flughafen zum Gate gehen wollte, da gab es da Menschen, die haben den Boarding Pass kontrolliert und entschieden, ob man durchgehen kann zur Sicherheitskontrolle. Sowas wird heutzutage immer häufiger durch solche Zutrittskontrollsysteme ersetzt. Und auch hier würde ich jetzt nicht sagen, dass das künstliche Intelligenzen sind, obwohl sie eine Entscheidung treffen, die vormals ein Mensch getroffen hat. Man kann das Ganze aber auch ein bisschen humoristischer nehmen und diesen Tweet hier von Matt Veloso nehmen. Er selber ist technischer Berater des CEOs von Microsoft, also einer Firma, die tatsächlich mit KI und dem Hype um KI auch wahrscheinlich nicht ganz wenig Geld verdient. Und er hat hier mal im Internet postuliert, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Machine Learning und KI? Und er sagte, wenn es in der Programmiersprache Python geschrieben ist, dann ist es wahrscheinlich Machine Learning. Und wenn es in PowerPoint geschrieben ist, also vor allen Dingen in Marketingfolien vorkommt, dann ist es wahrscheinlich KI. Und das ist natürlich erstmal lustig, diese Definition, weil sie irgendwie zeigt, dass KI vor allen Dingen im Marketing eingesetzt wird. Aber genau das ist natürlich auch irgendwie traurig, weil es zeigt, dass KI nämlich eben nur im Marketing vorkommt und in Marketingversprechen vorkommt, aber vielleicht nicht in der richtigen Umsetzung. Am Ende glaube ich aber, dass das tatsächlich eigentlich auch eine gute Nachricht ist, weil es sagt eigentlich, Unternehmen nutzen ihre Daten, schaffen damit Mehrwerte, bauen damit neue Geschäftsmodelle und am Ende ist vielleicht auch egal, ob das nun KI ist oder nicht. Wichtig ist, dass man mit den Daten was macht und wichtig ist, dass sie am Ende mit ihren Daten Mehrwerte schaffen und ob wir das dann KI nennen oder ob wir das nicht KI nennen, ist dann vielleicht gar nicht so
im Vordergrund stehen. Naja gut, jetzt haben wir uns mit dem Begriff der KI beschäftigt, aber jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind denn Erfolgsfaktoren, wenn wir datengetriebene Anwendungsfälle angehen wollen? Und ja, wir möchten hier mal ein paar Aspekte geben, was aus unserer Erfahrung heraus wir für wichtig halten. Der erste Punkt ist sicherlich, den wir immer wieder anbringen, Data Scientists sind Rudeltiere. Und das liegt einerseits daran, dass Data Scientists soziale Wesen sind, die gerne und effizient im Team arbeiten. Ich persönlich kenne keinen einzigen Data Scientist, der gerne am liebsten für sich alleine arbeiten will und keinen Kontakt zu anderen Menschen haben will. Es gibt aber noch einen weiteren Grund. Und ganz generell kann man sagen, dass man für Data Science die Disziplinen Software Design, Statistik-Know-how, aber auch Domänenwissen aus dem Bereich, aus dem die Daten kommen, zusammenbringen muss. Ja, und nur wenn ich das alles drei gekonnt kombiniere, dann kann ich tatsächlich Data Science machen. Und das sieht man jetzt hier mal so in dieser mathematischen mengenleeren Darstellung. Und nur in der richtigen Kombination kann ich das tatsächlich erfolgreich machen. Und man kann sich jetzt mal anschauen, was passiert denn, wenn ich bestimmte Disziplinen vernachlässige. Wenn ich zum Beispiel Software Design kann und ein bisschen Statistik-Know-how habe, kann ich sicherlich Machine Learning-Modelle trainieren. Wenn ich aber das Domänenwissen außen vor lasse, kriege ich vielleicht Machine Learning-Modelle, die am Ende nicht viel mit dem zu tun haben, wofür sie eingesetzt werden sollen. Also gar keinen Mehrwert liefern. Wenn ich Statistik-Know-how mit Domänenwissen kombiniere, bin ich im Bereich traditioneller Forschung, nutze aber gerade nicht das aus, was mir heutzutage durch Computing Power und auch durch Methoden aus dem Bereich des Machine Learnings an mächtigen Tools zur Verfügung steht. Und ganz gefährlich wird es, wenn man Software Design mit Domänenwissen kombiniert, aber die Statistik außen vor lässt, weil dann kann ich tatsächlich Modelle trainieren, Methoden anwenden, die am Ende gefährlich sind, weil sie Ergebnisse liefern, denen ich nicht vertrauen kann. Dann nur wenn ich das alles drei zusammenbringen kann, kann ich das erfolgreich machen. Und jetzt können Sie sich natürlich auf dem Arbeitsmarkt mal umschauen, wo Sie diese eierlegende Wollmilchsau finden, die alle Aspekte, und wahrscheinlich kommen auch noch, wenn man ganz ehrlich ist, weitere Aspekte hinzu, die alle Aspekte gleichermaßen gut kombiniert. Ich würde postulieren, den Experten, den finden Sie auf dem Arbeitsmarkt nicht oder aber den werden Sie nicht bezahlen können oder wollen. Und daraus kann man folgern, Data Science funktioniert eigentlich nur in interdisziplinären Teams, wo verschiedene Leute zusammenarbeiten können, wo verschiedene Leute aber auch miteinander sprechen können und miteinander kommunizieren können. Und da ist es wichtig, dass diese drei Bereiche sich gut miteinander austauschen können und gut miteinander arbeiten können. Und das kann man auch an einem Beispiel zeigen, was wir selber so erlebt haben. Wir haben einen Kunden gehabt, der wollte was mit seinen Daten machen und der wollte aus seinen Daten tatsächlich Mehrwerte generieren. Und am Ende kamen wir dann zusammen, haben uns mit dem Kunden getroffen, kamen dazu, weil wir brauchen erstmal die Daten aus der Maschine und die zugehörige Anbindung. Ja, da braucht man dann sicherlich Software Design, da braucht man das Know-how, was zum Beispiel auch Lachmann und Rink mitbringt, um die Daten hier aus den Systemen zu bekommen und entsprechend anzubinden. Ja, und dann erfolgte durch die, ich würde mal sagen, eher die Statistikexperten eine explorative Analyse dieser Daten, um festzustellen, was gibt es denn da für Zusammenhänge in den Daten. Aber auch das funktionierte nur da in dem Austausch mit den Domänenexperten, weil wir hier tatsächlich mit den Ingenieuren unseres Kunden mit thermodynamischen Zusammenhängen in diesem Fall und mit wirklich Know-how über den Betrieb dieser Maschinen und aus den Daten Sinn erziehen konnten und im Endeffekt daraus die entsprechenden Datenteile extrahieren konnten, die hier wichtig sind. Weil wenn wir das nicht getan hätten und nicht dieses Domänenwissen mit reingenommen hätten, hätten wir einfach im Endeffekt wirre Daten gehabt, mit denen man nicht viel hätte anfangen können. Ja, und um die Klammer dann noch zu schließen, das Ganze muss dann natürlich auch noch, wenn man dann ein Machine Learning System hat, am Ende wieder in die Systeme, in die Cloud, in die Maschinensteuerung zurück integriert werden. Genau, der nächste Aspekt, der uns hier wichtig ist, dreht sich um Blackboxes. Es gibt sicherlich einige KI-Anbieter, die ihre Lösungen als Blackboxes anbieten. Ja? Die löst ihre Probleme vermeintlich automatisch. Das hat für Sie als Kunden erstmal den Vorteil, dass Sie sich nicht mit den Details auseinandersetzen müssen. Sie geben damit aber auch die Kontrolle über Ihre Daten und über die Verfahren aus der Hand. Und wenn Sie uns fragen, werden wir Ihnen ganz klar sagen, dass Sie besser auf eine offene Lösung setzen, weil Sie damit unabhängig bleiben, weil Sie damit selber Ihre Ergebnisse nachvollziehen können, weil Sie damit den Use Case in Zukunft erweitern können,
und dabei natürlich auch noch weitere Partner involvieren können. Genau, nochmal weiter bitte. In eine ähnliche Richtung geht es beim Thema Wissen. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass eine der größten Stärken der deutschen Industrie am Know-how hängt. Wir verarbeiten hier nicht besseren Stahl oder sind hier nicht irgendwie schneller und effizienter und günstiger als andere Länder, sondern hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir mehr Know-how haben und am Ende dadurch bessere Produkte bauen. Wenn Sie jetzt in datengetriebene Geschäftsmodelle setzen und wenn datengetriebene Use Cases das Fundament Ihrer Geschäftsmodelle der Zukunft sein wollen, dann wollen Sie im Endeffekt auch die Kontrolle über Daten und die Verfahren und das Verständnis darüber nicht aus der Hand geben. Das heißt, dieses Know-how gilt am Ende auch für Ihre datengetriebenen Geschäftsmodelle. Ja, das heißt, Sie müssen nicht zwangsläufig KI-Experte werden, aber Sie sollten zumindest ein grundsätzliches Verständnis davon haben, was mit Ihren Daten passiert, was in Ihren Daten steckt, welche Methoden Sie einsetzen und warum diese Methoden so funktionieren, wie sie funktionieren. Denn am Ende ist Verständnis das Basis für Vertrauen und nur wenn Sie selber in Ihre Lösungen vertrauen, können Sie die am Ende auch Ihren Kunden verkaufen. Mit Vertrauen zusammenhängt, ist am Ende auch das Thema der Validierung. Nur wenn Sie Verfahren entsprechend vernünftig validieren, können Sie sicherstellen, dass diese auch außerhalb von Trainingsumgebungen verlässliche Ergebnisse liefern, weil sonst können Sie tatsächlich in die prekäre Situation gelangen, dass Sie ein Modell haben, was zwar in Ihrem Labor vernünftig funktioniert, aber im Feld aufgrund anderer Bedingungen eben nicht mehr vernünftig klappt. Und auch hier ist es so, dass dass zumindest transparente Methoden sich besser validieren lassen und dass hier die Validierung deutlich einfacher ist und auch eine unabhängige Validierung besser möglich ist. Und der letzte Aspekt, der hier für uns noch wichtig ist als Erfolgsfaktor für KI und Digitalisierungslösungen, ist die im Endeffekt, kann man so unter dem Aspekt der Zukunftssicherheit zusammenfassen. Am Ende werden Sie in Zukunft mehr Daten sammeln und mit den mehr Daten auch mehr Erkenntnisse sammeln und Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass Sie mit den neuen Daten und mit den neuen Erkenntnissen Ihre Modelle auch entsprechend weiterentwickeln wollen. Zusätzlich ist der Bereich der KI-Forschung gerade sehr lebendig und wir können in Zukunft darauf hoffen, dass es hier auch noch mächtigere Verfahren gibt, die Use Cases möglich machen, die heute vielleicht noch gar nicht denkbar erscheinen. Und nur wenn Sie jetzt hier heute auf offene und transparente Lösungen setzen, haben Sie die nötige Flexibilität, um sich auch in Zukunft hier noch weiterzuentwickeln. Genau. So, dann sind wir jetzt quasi an dem Punkt, ja, wie kommen wir denn überhaupt an die Daten? Und da übergebe ich gerne an den Matthias. Du bist, glaube ich, noch stumm gestellt, Matthias. Danke, so ist besser, hoffe ich. Ja, genau. Danke, Florian, für den ersten Überflug über, was jetzt KI ist, was nicht KI ist. Und ich werde mal darüber berichten, wie man jetzt diese KI, den Algorithmus, das Modell, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, in Software eigentlich integrieren kann und worauf es dabei ankommt. Ein Prinzip, was alle, die mal mit der Informatik zu tun gehabt haben, sicherlich immer noch aus dem Grundstudium kennen oder vielleicht sogar noch aus der Schule, ist eben das EVA-Prinzip, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Egal, ob der Benutzer eine Eingabe macht, die wird auf irgendeine Art und Weise verarbeitet, wird ausgegeben. Oder ob wir das Ganze jetzt mal projizieren auf die datengetriebenen Geschäftsmodelle. Auch dort habe ich eine Eingabe, die Daten werden sicherlich nicht eingegeben, sondern kommen aus verschiedensten Systemen, aus Robotersteuerung, aus Anlagensteuerungen, aus ERP-Systemen, wo auch immer her, die werden miteinander vernetzt, werden angebunden, werden dann verarbeitet durch eben diese neuartigen Algorithmen und es erfolgt eine Ausgabe oder eine Aktion. Das Prinzip ist eigentlich unverändert geblieben. Wenn wir sowas mit Kunden besprechen, dann finden wir häufiger mal folgendes Bild vor. Uns wird gesagt, ja, ich habe ja meine Steuerungen, also meine SPSen, die habe ich über OPC-UA angebunden und über ein Gateway kommuniziere ich die Daten in die Cloud. Dort habe ich mein Data Lake, dort wird alles visualisiert und da findet dann hoffentlich dieser Zauberstab, den der Florian eingangs mal gezeigt hat, statt, wo eben aus den Daten irgendwelche Erkenntnisse generiert werden. Das kann funktionieren, es birgt allerdings einige Probleme, denn was dann schon mal häufig vorkommt, wenn man in die Daten reinschaut,
und versuche die zu analysieren, könnte es zum Beispiel sein, dass Sie feststellen, dass Sie eine gewisse Chargenabhängigkeit haben. Von dem Material, was Sie verarbeitet haben, brauchen Sie auf einmal die Chargennummer. Die Chargennummer kennt in der Regel die Steuerung nicht, also die SPS kennt das nicht. Das heißt, Sie haben ein Problem, die Daten haben Sie überhaupt gar nicht in Ihrem Data Lake. Das heißt, Sie fangen an, das nächste System anzubinden. Das könnte dann das ERP-System sein, wo auch immer Sie die Chargennummer verwalten. Oder Sie stellen fest, dass eigentlich wichtig ist, wie lange das Material am Lager gelegen hat. Dann wäre eventuell der Lagerverwaltungsrechner relevant gewesen. Häufig gibt es ja verschiedenste Fertigungsvarianten von einem Produkt. Das wiederum kennt vielleicht das MES-System, was wir dummerweise hier auch nicht berücksichtigt haben. Und was auch immer noch passieren kann, ist, OBCOA ist ein tolles Protokoll, hat auch sicherlich seine Daseinsberechtigung, wird auch sehr viel zu Recht eingesetzt. Aber OBCOA ist hier auch nicht das Allheilmittel, denn Sie haben keine wirklich hohe Abtastrate. Wenn Sie jetzt Ihre Daten mit einer hohen Frequenz analysieren möchten, also die relevanten Informationen im hochfrequenten Bereich stecken, werden die es wahrscheinlich nicht über OPCUA so einfach abgedeckt haben. Das heißt, so eine Lösung, die ab und an mal von einigen Anbietern suggeriert wird und gesagt wird, bau dein System so auf und alles ist gut, kann funktionieren. Häufig gibt es allerdings dann Probleme, wenn man mal anfängt, das Ganze wirklich im Detail zu betrachten. Deshalb schlagen wir vor, dass man, bevor man sich über ein System Gedanken macht, einige Fragen stellt. Michael, klickst du weiter? Und das sind sicherlich nicht alle Fragen, die zu klären sind, aber zumindest die wichtigsten. Und zwar ganz klar sollte man sich erstmal die Frage stellen, welche Daten benötige ich denn eigentlich, um zu meinem Ziel zu kommen? Also nicht einfach zu sagen, ich sammle jetzt mal alles, was ich irgendwie habe, sondern einfach schon gezielt zu überlegen, welche Daten brauche ich und daraus dann abzuleiten, welche Schnittstellen benötige ich denn eigentlich in meinem System? Welche Systeme muss ich anbinden? Habe ich die Daten überhaupt in meinem System vorliegen? Und wenn ja, wie komme ich da jetzt dran? Als nächstes ist dann wichtig, in welcher Datenqualität benötige ich das? Also Datenqualität im Sinne von Konsistenz kann sein. Also wenn Sie verschiedene Systeme angebunden haben, kann es sein, dass es wichtig ist, dass die Daten auch zeitlich konsistent sind. Was aber auch sehr wichtig ist, eben die Auflösung. Das kann die zeitliche Auflösung sein oder eben die Auflösung des Wertes an für sich. Also die Abtastrate, da habe ich ja gerade gesagt, OPCUA kann das richtige Mittel sein. Es gibt aber auch ganz andere Feldbussysteme noch oder andere Möglichkeiten, um Daten auch aus einer Steuerung zum Beispiel mit höherer Abtastrate rauszuholen. Dann spielt eine Rolle, welche Datenmengen überhaupt anfallen bei Ihnen. Also reden wir über ein Big Data System, ist auch wichtig, um die Systementscheidung zu treffen. Und welche Reaktionszeiten benötigen Sie denn? Also wenn es darum geht, dass Sie zum Beispiel erkennen möchten, der Fräskopf an Ihrer Fräsmaschine ist gebrochen und Sie möchten die Maschine dann sofort in den Stillstand setzen. Das heißt, dann reden Sie wahrscheinlich über irgendwie Reaktionszeiten von wenigen Millisekunden. Das hat ganz große Auswirkungen auf das System, was Sie dort aufsetzen möchten. Wenn Sie hingegen vielleicht nur einmal täglich irgendeine Analyse über die Daten laufen lassen, dann ist Echtzeit für Sie überhaupt gar kein Thema. Ein anderer Aspekt, der ab und an mal vernachlässigt wird und am Ende aber teuer werden kann, wenn man es so spät betrachtet, ist nämlich die Frage, wem gehören denn die Daten? Also darf ich diese Daten überhaupt abzapfen und darf ich sie auch in die Cloud bringen? Also es kann einerseits datenschutzrechtliche Probleme haben, es kann aber auch sein, dass wenn Sie Maschinen bauen, Anlagen bauen und sie an Endkunden wiederum ausliefern, dass Sie ihnen sagen, nee, an meine Daten darfst du überhaupt gar nicht, ich möchte nicht, dass diese Daten in die Cloud kommen. Also auch da müsste man vorher drüber nachdenken, ob so ein System aufzubauen ist. Und sicherlich auch noch der Aspekt, muss ich überhaupt weltweiten Zugriff haben an die Daten? Jetzt habe ich mehrere Produktionsstätten, möchte die Daten aggregiert irgendwo zentral verfügbar haben, dann werde ich sicherlich um so eine Cloud-Lösung nicht drum herum kommen. Wir haben dann mal versucht aufzuzeichnen, was es denn eigentlich für verschiedenste Varianten gibt. Was gibt es denn so für Architekturvarianten, die sich aus diesen Fragestellungen ergeben können? Und wir haben fünf unserer Meinung nach wichtigsten Architekturvarianten identifiziert, die ich mal ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar die erste Variante ist, Sie brauchen überhaupt gar keine Cloud. Also manchmal denkt man eben, Big Data, KI hängt zusammen und dafür brauche ich auch eine Cloud. Das muss ja gar nicht sein. Also wenn Sie zum Beispiel einfach eine Schweißsteuerung haben und Ihre Schweißsteuerung möchte jetzt mit Hilfe eines KI-Algorithmus, sage ich jetzt mal, erkennen, ob der Schweißpunkt in Ordnung ist oder nicht,
kann dieser Algorithmus natürlich auch völlig ohne Cloud nur auf der Maschine laufen. Das kann eine Embedded-Steuerung sein, das kann eine, was auch immer für eine Steuerung sein. Also es muss nicht sein, dass Sie da eine Cloud-Anbindung haben. Wenn Sie allerdings jetzt irgendwo Richtung Deep Learning-Modelle oder sowas gehen, kann es natürlich sein, dass diese Modelle wiederum auf Basis von Daten in der Cloud trainiert wurden. Aber die Modelle an für sich brauchen jetzt keine Cloud, um ausgeführt zu werden. Das andere Extrem von keine Cloud ist sicherlich dann die Public Cloud. Die Public Cloud bedeutet eben, dass Sie mithilfe eines Cloud Gateways in der Regel die Daten in die Cloud kommunizieren. Also das Cloud Gateway dient häufig als Firewall. Sie haben ja auch häufig mehrere Maschinen, die Sie dann anbinden möchten an die Cloud. Das wird über das Cloud Gateway zentralisiert. Es ist aber keine, sag ich mal, wirklich Funktion, Business-Logik auf dem Cloud Gateway implementiert, sondern sind einfach die Daten entgegen aus der Maschine, schickt sie in die Cloud und schickt die Daten, die aus der Cloud kommen, wieder zurück an die Maschine. Die Daten werden analysiert, gesammelt und weltweit weiter verfügbar gemacht in der Cloud. Sie haben alle positiven Vorteile einer Public Cloud. Sie können sie leicht skalieren und die Daten sind dort, naja, ich sag mal, sicher aufgehoben. Aber es ist auch nicht immer gut, weil Sie haben natürlich eine Latenz, also die Zeit oder die Informationen brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um von der Maschine in die Cloud zu gehen, verarbeitet zu werden und wieder zurückzugehen. Dort eine harte Echtzeitanwendung zu bauen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sie haben natürlich auch noch den Datentransfer über das Internet, was ja auch nicht überall in beliebiger Bandbreite verfügbar ist. Gegebenenfalls hat man auch noch mit Internetausfällen zu kämpfen. Es entstehen natürlich Kosten dadurch und es gibt immer wieder noch Vorbehalte gegenüber Daten in der Cloud. Also sehr häufig hört man immer noch, meine Daten kommen nicht in die Cloud. Also auch das kann einfach sein, dass das die Public Cloud verbietet. Dann wäre die nächste Variante die Private Cloud. Die Private Cloud ist im Prinzip eigentlich zu sehen wie eine Public Cloud, aber alles in privater Infrastruktur. Also es kann in Ihrem Rechenzentrum laufen, sodass Sie alles in der Hand haben und gar keine Daten nach außen geben. Es hat Vorteile, in der Regel ist die Latenz deutlich geringer, dadurch, dass dann eben alles nur innerhalb des Intranets ist und nicht in das Internet geht. Die Erreichbarkeit ist in der Regel immer gegeben, also der Ausfall des Intranets ist sicherlich deutlich unwahrscheinlicher, als dass etwas über das Internet ausfällt. Und Datenschutzgründe oder Datenschutzprobleme haben Sie häufiger in der Private Cloud auch nicht. Also wenn Sie Maschinen an Ihre Endkunden vielleicht ausliefern, kriegen Sie die sicherlich leichter dazu, die Daten in Ihre Private Cloud zu legen, als irgendwo in eine Public Cloud. Aber zu dem Nachteil, dass Sie sich natürlich um die komplette Infrastruktur selbst kümmern müssen und was ja auch nicht ganz ohne ist und recht hohe Kosten am Ende mit sich bringt. Eine Variante, die so dazwischen hängt, zwischen keine Cloud und Public oder Private Cloud, wäre dann das Edge Device. Das ist eigentlich eine ganz interessante Aufgabe. Dieses Edge Device könnte man jetzt sehen wie dieses Cloud Gateway, aber es wird eine Logik in dieses Edge Device reingelegt. Das heißt, das Edge Device kann Informationen nach außen in die Cloud geben, kann auch welche zurückbekommen, zum Beispiel rechenintensive Aufgaben könnten in die Cloud ausgelagert werden, aber das Edge Device selber kann auch Echtzeitentscheidungen zum Beispiel treffen. Wenn Sie wirklich jetzt, wie ich gerade sagte, eine niedrige Latenz benötigen, können Sie einfach sagen, okay, dann wird eben dieser Algorithmus auf dem Edge-Device ausgeführt. Sie müssen die Daten nicht in die Cloud kommunizieren. Es ist viel schneller verfügbar, was dann große Vorteile liefern kann. Darüber hinaus könnten Sie das Edge-Device auch nutzen, um zum Beispiel Datenschutz, bedenkliche Informationen rauszufiltern, die Daten zu komprimieren, zu reduzieren, um sie dann in die Cloud zu legen. Eine gute Information ist, je nachdem, auf was für ein Anbieter oder welchen Cloud-Anbieter Sie setzen, gibt es sehr, sehr gute Unterstützung, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel sich für die Cloud-Variante entschieden haben, also die Public-Cloud-Variante, und dann sagen, ich möchte jetzt aber doch Informationen oder Algorithmen auf dem Edge-Device ausführen, gibt es eine sehr gute Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, die Modelle, die Algorithmen zwischen Edge-Device und Cloud hin und her zu schieben, automatisch aktualisieren zu lassen. Das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut mit Hilfe von Microsoft Azure, wo wir demnächst auch ein eigenes Webinar noch zu anbieten, um das mal ein bisschen im Detail zu betrachten. Eine letzte Variante, die sicherlich dem Ganzen dann noch irgendwie das i-Tüpfelchen aufsetzt, wäre natürlich hybride Cloud. Da könnte man sich jetzt auch noch ein Edge-Device zwischensetzen. Das ist dann das Beste aus beiden Welten. Also Sie können sich das Beste aus der Public Cloud, das Beste aus der Private Cloud aussuchen.
und sag ich mal, von der Latenz, dem Datenschutz, in der Private Cloud profitieren und die Skalierung und die Verteilung über das Internet dann in die Public Cloud reinlegen. Und wie gesagt, wenn Sie Dinge noch schneller verarbeiten wollen, könnten Sie dort auch noch ein Edge-Device vorschalten. Aber das ist jetzt schon eine, sag ich mal, wirklich sehr, sehr komplexe Variante, das Ganze auszulegen. So, nachdem wir etwas über die KI-Möglichkeiten und über die Software-Architektur gehört haben, ist sicherlich jetzt mal ganz interessant, so ein Best Practice zu bekommen, wie man jetzt am besten in so einem Projekt vorgehen könnte. Da wird der Florian ein bisschen was erzählen. Genau, die zentrale Fragestellung ist jetzt hier vielleicht, was können wir Ihnen auf den Weg geben, wenn Sie datengetriebene Anwendungsfälle, wenn Sie KI-Dinge umsetzen wollen? Und ich glaube, das Erste ist erstmal sehr zentral machen. Ja? Also fangen Sie an, mit Ihren Daten zu arbeiten, fangen Sie an, Use Cases umzusetzen. Es ist dabei durchaus sinnvoll, sich erstmal eine große Vision zu geben. Ja? Also da kann man auch durchaus sehr weit gehen. Da kann man zum Beispiel als Maschinenbauer sagen, okay, ich möchte in Zukunft keine Maschinen mehr verkaufen, sondern ich möchte nur noch funktionierende Maschinenzeit vermieten, also dieses Industry-as-a-Service-Geschäftsmodell. Ich möchte gerne in Zukunft Predictive Maintenance haben und so weiter. Also da ist es sicherlich nicht verkehrt, sich da am Anfang erstmal auch groß zu denken und große Pläne zu machen. Danach ist es aber wichtig, einen Schritt zurückzugehen und trotzdem erstmal klein anzufangen, sich dabei auch Scheitern einzustellen und auch dieses Scheitern als Chance zu begreifen. Was vielleicht insgesamt sehr wichtig ist, und das sollte man sich da auch vor Augen führen, die Wasserfallplanung, mit der man vielleicht früher Projekte geplant hat, also von vorne bis hinten eben alle Arbeitspakete, die aufkommen, für die nächsten paar Jahre im Voraus schon geplant hat, die funktioniert heutzutage immer seltener. Insbesondere, wenn es um Daten geht, kommt man hiermit in der Regel nicht sehr weit. Datengetrieben arbeiten heißt eigentlich auch immer agiles und iteratives Vorgehen, wo man sich an geänderte Bedingungen anpasst. Ja, also starten Sie jetzt nicht mit dem Moonshot-Projekt, wo Sie direkt Predictive Maintenance in der Endausbaustufe fertig machen wollen, sondern ernten Sie am Anfang erstmal die Low-Hanging Fruits, also die niedrig hängenden Früchte, mit denen man früh Mehrwerte schaffen kann und auf denen man dann auch aufbauen kann. Hierbei kann man zusammenfassend sagen, ja, also wenn Sie erstmal mit Proof of Concepts, mit Machbarkeitsstudien und mit Prototypen anfangen, können Sie damit erstmal die Machbarkeit zeigen, ja, und für sich selber erstmal beweisen, dass der datengetriebene Anwendungsfall, den Sie umsetzen wollen, funktionieren kann. Sie können aber gleichzeitig damit auch früh schon nutzbare Mehrwerte erzeugen, die einerseits dabei helfen können, interne Stakeholder zu überzeugen. Das kann die eigene Geschäftsführung sein, die Budget für die weitere Entwicklung freimachen muss. Das können aber auch Fachabteilungen sein, die man mit ins Boot holen muss und die man überzeugen muss, dass das, was man vorhat, am Ende der gesamten Firma weit hilft. Es geht aber auch in Richtung der Kunden, dem man damit natürlich zeigen kann, dass man hier mit Daten Mehrwerte schaffen kann, was natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist, weil Kunden am Ende auch die Bereitschaft haben müssen, die Daten mit Ihnen zum Beispiel als Maschinenbauer in dem Fall jetzt mit Ihnen dann zu teilen. Ja? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wer kommt wie an die Daten ran. Am Ende ist dabei agiles, iteratives Vorgehen sinnvoll, weil es sich den ändernden Bedingungen anpasst, die man in Daten immer wieder hat. Wenn Sie mit den Daten arbeiten, kann es immer passieren, dass Sie in den Daten feststellen, dass bestimmte Dinge, die Sie vorher für ganz einfach gehalten haben, vielleicht doch ein bisschen komplizierter sind. Gleichzeitig können aber Dinge, die man vorher für nicht möglich hielt, mit Daten auf einmal einfach lösbar sein. Und wenn man hier agil und iterativ vorgeht, macht man sich dieses erstmal scheinbare Problem zum Vorteil und hilft auch da, früh Mehrwerte nutzbar zu machen. Genau, einmal weiter bitte. Genau, die agilen Methoden und das iterative Vorgehen kommen ja so ein bisschen aus dem Bereich der Softwareentwicklung, haben sich dort ja auch sehr gut etabliert. Und es hat sich einfach gezeigt, dass dieses Vorgehen gerade auch in Kombination mit den Datenanalyseprojekten einfach sehr, sehr gut passt. Und nochmal wichtig, das Wichtigste ist einfach wirklich, möglichst schnell zu Prototypen kommen, möglichst schnell Erkenntnisse sammeln, um zu gucken, ob der Ansatz funktioniert und ob man sich auf dem richtigen Weg befindet. Und deshalb bringen wir einfach einen ganz guten Werkzeugkasten mit. Wir bringen einige Technologien mit,
Der Michael Chin hat es eingangs gesagt, wir sind seit über 30 Jahren im Bereich industrieller Softwareentwicklung unterwegs. Das heißt, wir kennen die industriellen Schnittstellen. Wenn es irgendwo eine Maschine gibt, die eine Schnittstelle hat, dann kommen wir auch an diese Daten dran und schaffen es auch, die in der richtigen Qualität eben dort rauszuholen. Wir als Sachmann und Ring bieten Softwareentwicklung von Embedded über PC-Entwicklung bis hin zu Webanwendungen an. Das heißt, da ist der gesamte Stack verfügbar. Und was wir festgestellt haben, was sehr wichtig ist, ist eben ein uns selbst geschaffener Werkzeugkasten nochmal innerhalb dieses Werkzeugkastens, das, was wir Integration Framework nennen. Das ist eine Softwareplattform, die sich bei vielen Kunden etabliert hat, die eben eine Menge an Schnittstellen mitbringt und die wir immer gerne dann einsetzen, um eine solide Basis beim Kunden zu legen, aber um auch sehr, sehr schnell schon mal zu Ergebnissen zu kommen. Genau, und auf der Algorithmen- und Methodenseite muss ich direkt dazu sagen, die Begriffe, die hier stehen, die sollen jetzt mal nur stellvertretend sein für das, was da in Methodik-Baukasten auf der KI-Seite oder Datenanalyse-Seite zum Einsatz kommen kann. Da gibt es tatsächlich eine schiere Vielzahl an verschiedenen Verfahren, das was Sie jetzt hier lesen können. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Ja, das kann von einfachen, diskretiven, statistischen Analysen gehen, wo es wirklich, wo man wirklich gar nicht mal in dem Bereich des Machine Learnings ist, aber einfach nur mit cleverer Datenaufbereitung sich Zusammenhänge erschließt. Das kann ins Machine Learning gehen, kann aber auch völlig losgelöst davon mit Simulationen, insbesondere aus dem Bereich der Monte-Carlo-Simulationen funktionieren. Man kann dann weitergehen, wenn man nicht nur einfache Machine Learning-Algorithmen verwendet, hin zu neuronalen Netzwerken, die dann auch bis ins Deep Learning gehen können. Und dann kann man da sicherlich auch noch weitergehen in die ganz angesagten Themen, die so an der Speerspitze der Forschung gerade stattfinden. Insbesondere muss man aber hier dazu sagen, dass gerade in den Datenprojekten, die in der frühen Phase sind, wo es erstmal darum geht, erste Mehrwerte zum Einsatz zu bringen, in der Regel eher die einfachen Methoden zum Einsatz kommen, als jetzt die ganz fortgeschrittenen Verfahren. Es hat oft auch mit der Datenmenge zu tun, die man hat, aber auch einfach mit der Tatsache, dass sie am Ende die einfachsten Methoden einsetzen sollten, die das Problem erfolgreich lösen. Was wir Ihnen hier mitgeben wollen, ist, ja, wir können im Endeffekt die ganz großen Geschütze zum Einsatz bringen, wenn es denn nötig ist, aber Sie wollen sicherlich sprichwörtlich nicht mit den Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ein einfacheres Werkzeug das Ziel erfüllt. Ja, und damit das Ganze dann, sage ich mal, auch als Projekt gut funktioniert, ist natürlich neben Technologien und Algorithmen auch ein Stück weit Methodik gefragt. Und da beginnt quasi immer alles erstmal im Bereich der Anforderung. Die kann von unterschiedlichen Seiten kommen. Die kann funktional sein, nicht funktional sein. Sie kann aber auch von Benutzern kommen. Also wie kann man vielleicht auch ein System, das eine Menge Intelligenz bietet, aber auch einem Endbenutzer, der damit arbeiten muss, so gestalten, dass es für ihn möglichst effizient und einfach ist. Und das sind eben genau diese Disziplinen Requirements Engineering, Usability Engineering, die da helfen. Zu den Architekturvarianten haben wir schon was gesagt. Diese auszuwählen ist eine Sache, die sieht überall anders aus. Deswegen sollte man dort auch die Anforderungen vorher besprechen, um da die passende Architektur zu wählen, die dann eventuell auch erweiterbar ist für später. Und letztendlich war eine Komponente natürlich dann auch, erstmal eine Datenanalyse zu machen und Prototyping zu machen, das Ganze möglichst eben nicht im Wasserfall und hochakademisch, sondern um ein schnelles Ergebnis zu bekommen, wir hatten es vorhin gehört, groß denken, klein starten und man kann auch scheitern, das sollte man möglichst früh tun und daraus dann was lernen. Dann hat man doch schon eine ganze Menge erreicht. Ja, und wir hatten eingangs mal begonnen mit Grundstudium 1 Informatik, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, genannt EVA. Vielleicht zum Merken ganz gut. Adam war zuerst da und so wollten wir dann hier auch gerne an die Projekte rangehen, dass man tatsächlich sagt, lass uns mal überlegen, welchen Mehrwert, welchen Business Case wir haben. Also es muss ja irgendwie auch was bringen. Welche Algorithmen brauchen wir da? Und da war ja auch schon die Kernaussage, wir nehmen den kleinsten gemeinsamen Nenner als Algorithmus, der das Problem löst. Und überlegen uns, welche passenden Daten wir dafür brauchen und wo die herkommen müssen. Weil selten ist es so, dass
auch eine Eindeutigkeit herrscht. Ich sage mal, der Fertigungsauftrag liegt mit Sicherheit in mehreren Systemen als nur in einem. Da zu überlegen, wer führt da, wie bekomme ich die Daten, wie kann ich auch sicherstellen, dass die Datenqualität passt, weil nur wenn die passt, passt auch letztendlich die Entscheidung, die das System trifft und damit erreiche ich dann auch meinen Mehrwert. Das Ganze soll natürlich nach Möglichkeit nicht 5 Jahre dauern, weil bis dahin hat sich die Welt schon so oft verändert, dass auch der Gartner-Hype-Cycle mehrfach vorübergeflattert ist. Es sollte möglichst schnell gehen. Deswegen empfehlen wir zu beginnen mit Workshop-ähnlichem Vorgehen, wo man sich gemeinsam an den Tisch setzt, jetzt nicht mehr 3 Monate lang ein Lastenheft schreibt oder ähnliches, sondern gemeinsam erarbeitet, was haben wir für Ziele, was haben wir für Anforderungen. Das sollte so in 1 bis 2 Tagen im Schnitt erreichbar sein, dann zu schauen, welche Daten haben wir, welche brauchen wir und dann auch schon den ersten Prototypen zu entwickeln, der eigentlich in einer Iteration durch sein sollte, den man dann auch einem Auftraggeber auf Kundenseite oder auch intern präsentieren kann, sagen kann, hier, guck mal, das ist möglich. Das kann man jetzt ausbauen und ein echter, guter Mehrwert sollte dann innerhalb von 1/2 Jahr auch möglich sein. Und wenn man es dann auch so schneidet, wie gesagt, diese Zahlen, die da jetzt drunter stehen, sind Erfahrungswerte, das kann nach oben, nach unten ausschlagen, je nach Aufgabenstellung, ist klar. Aber das ist so das, was man im Allgemeinen vorfindet und wo man dann auch tatsächlich einen Mehrwert generieren kann, der sich sehen lässt. Das ist an der Stelle unsere Empfehlung und es macht Budgetfreigaben auch leichter, wenn man weiß, auf welcher Basis man sie treffen muss. Ja, damit war das schon die Zusammenfassung. Wir stehen jetzt natürlich für Ihre Fragen bereit. Im Chatfenster sind schon einige genannt worden. Auch nochmal der Hinweis, Präsentation und Aufzeichnung gibt es im Nachgang, wenn Sie uns kontaktieren. Schicken wir Ihnen die Materialien gerne zu. Wie gesagt, bei der Aufzeichnung dauert es ein wenig länger. Ich gehe jetzt mal in den Chat und schaue mal, was hier die erste Frage ist. Gibt es die Unterlagen im Anschluss, habe ich beantwortet. Kann das Video an mögliche Kundenfirmen weitergegeben werden? Das ist natürlich möglich. Also es wird sowieso ins Internet gestellt, auf unserer Webseite, ist damit frei verfügbar. Und der Herr Braun fragt, ich würde gerne mehr darüber erfahren, welche Probleme mit Hilfe von KI in Maschinen oder Produktion gelöst werden können. Das geht so in Richtung Anwendungsfälle. Da bitte ich dann mal vielleicht den Florian für eine erste Einschätzung. Genau, das ist eine ganz gute Frage. Also wenn man um an den Einsatz von KI im Maschinenanlagenbau oder in der Produktion denkt, dann ist, denke ich mal, Predictive Maintenance oder Predictive Quality, wenn man jetzt eher im Bereich der Produktion ist, sicherlich ein Thema, was man immer wieder hört. Das ist auch, glaube ich, häufig relevant, also vorausschauende Wartung zu machen oder vorausschauend Qualitätsschwankungen in der eigenen Produktion festzustellen. In unserer Erfahrung ist es aber tatsächlich so, dass es noch eine weite Zahl anderer Use Cases gibt, die regelmäßig zum Einsatz kommen können und die am Ende tatsächlich so individuell sind wie die Unternehmen, mit denen man in der deutschen Industrie zu tun hat. Da kann es um Effizienzverbesserungen gehen, da kann es darum gehen, Assistenzsysteme zu schaffen, womit ein Bediener oder ein Kunde, der die Maschine kauft, besser mit der Maschine arbeiten kann. Da kann es natürlich auch Hybride zwischen verschiedenen Aspekten von Predictive Quality und einem smarten Gerät gehen. Also da kann man sehr viel tun. Ich glaube, da ist wichtig, dass man das maßgeschneidert für den Anwendungsfall macht, den man selber vor sich hat. Also da kann man keine abschließende Liste geben, wo man sagen kann, so, das sind die 15 Use Cases und da kann man sich jetzt einen von auswählen. Da gibt es sicherlich Hybride am Ende wahrscheinlich auch eine deutlich längere Liste. Hilft Ihnen das weiter, Herr Braun? Ja, ich denke mal schon. Sehr gut. Ich habe hier noch eine Frage. Wie viele Daten benötigt man denn eigentlich für so ein Datenprojekt? Ja, da kann ich vielleicht auch ein bisschen was aus der Erfahrung raus sagen. Das kann man leider nicht so pauschal beantworten. So, ab 20 Gigabyte macht es Sinn oder ab 5 Megabyte. Das
hängt auch sehr stark vom Use Case ab. Die Tendenz, die grundsätzliche Botschaft, die wir immer sagen, ist, man sollte sich vielleicht nicht zu viel Gedanken machen, dass man zu wenig Daten hat, sondern früh starten. Man kann oft auch aus wenig Daten schon Mehrwerte generieren. Vielleicht unter Vorbehalt, dass man weiß, irgendwann später brauche ich nochmal mehr Daten, wenn ich daraus dann auch noch mehr machen möchte. Wie viel Daten man wirklich braucht, hängt dann tatsächlich vom Anwendungsfall ab. Das hat aber auch damit zu tun, was der Matthias vorhin schon gesagt hat, es gibt sicherlich Anwendungsfälle, da reichen Datenpunkte, die einmal am Tag genommen werden, und man kann sicherlich auch im Bereich des Maschinenbaus Anwendungsfälle finden, wo man irgendwelche Signale in Mikrosekundentakt abtasten muss, und dann skaliert damit natürlich auch die Datenmenge, die ich brauche, um damit etwas umzusetzen. Hier kommt eine ganz interessante Frage, die so ein bisschen auf den ersten Teil der Präsentation abzielt, von Herrn Fusi. Was ist Ihre persönliche Definition von KI? Also ich für mich kann sagen, ich bin da pragmatisch. Ich versuche dem weitestgehend aus dem Weg zu gehen, weil wir feststellen, dass Kunden teilweise Dinge KI nennen wollen, die man jetzt vielleicht streng genommen nicht KI nennen würde. Versuche ich dann nicht umzuerziehen. Wenn ich jetzt gefragt werde, was KI ist, dann würde ich schon sagen, dass das Systeme sind, die an die menschliche Intelligenz herankommen, kreativ sind, Dinge lösen, die nicht explizit in das System hineinprogrammiert wurden. Also zum Beispiel AlphaGo, würde ich sagen, ist definitiv eine künstliche Intelligenz. Also der Go-Computer, der von Google entworfen wurde, aus dem Grund, dass er nicht einfach nur vordefiniert gelernt hat, Go zu spielen, sondern dass sich das System selber Spielstrategien erarbeitet hat, die tatsächlich bei Menschen, die Go spielen, noch nie beobachtet wurden. Ja, da würde ich sagen, das ist eine künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich dann aber auch schon ein sehr, sehr fortgeschrittenes Beispiel. Ich glaube, dass ein einfaches System, was über einfache lineare Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen Vorhersagen ableitet, vielleicht keine künstliche Intelligenz ist. Und dann Albrecht, hier noch die Frage, ist ein Prototyp eher deep and narrow oder sollte er ein umfassendes repräsentatives Bild des Umfeldes abbilden? Also aus der Sicht des Data Scientists würde ich hier sagen, oder könnt ihr von Lachmann und Ring vielleicht auch noch einen Aspekt zugeben. Für uns ist da aus der Datenbrille immer wichtig, dass der Prototyp so funktioniert, dass er zeigt, dass mit den Daten etwas möglich ist, dass ich sehe, dass dahinter Potenzial steht und dass ich aus dem Prototyp natürlich auch ableiten kann, mit wie viel Aufwand ich die nächsten Schritte gehen kann, dass ich dadurch darüber ein Bild habe. Genau, also ich würde es auch ähnlich definieren, also ich würde auch die Frage, ist es ein Prototyp, nehmen wir als Prototyp. Man könnte es auch Proof of Concept nennen, also so weit zu entwickeln, um einfach nur zu zeigen, okay, die Ideen, die ich habe, die funktionieren. Ob es dann deep und narrow ist oder ist es schwer zu sagen, es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an. Also wichtig ist für uns eigentlich immer ganz früh zu zeigen, funktioniert der Ansatz oder funktioniert der Ansatz nicht, und dann nur das absolut Notwendigste aufzubauen, um genau das eben zu zeigen. Okay, ja, wir hätten dann von unserer Seite auch nochmal eine Frage, die wir in Form einer Umfrage an Sie gesendet haben, mit der Bitte um Feedback auch zu dieser Veranstaltung. Während Sie da multitaskingmäßig beantworten, nochmal kurzer Hinweis, also wir haben ja jetzt das dritte Webinar in Form eines Diginars abgehalten. Wir haben begonnen mal mit Schnittstellentechnologien, OPC-UA. Das hier vor stattgefundene war zum Thema Webtechnologien. Heute haben wir was über künstliche Intelligenz gehört. Was auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen wird, sind einmal schon bereits vorhin angekündigt das Thema
IoT, insbesondere auch mit Schwerpunkt Microsoft Azure und den Möglichkeiten, die es da gibt. Unser Integration Framework, was heute in der Toolbox auch schon einmal aufgetaucht ist. Und da wir stolze Besitzer der HoloLens 2 mittlerweile sind, werden wir auch zum Thema Augmented Reality hier nochmal einen Überblick geben in Form eines Diginars. So, die meisten haben unsere Umfrage beantwortet. Ja, dann bedanke ich mich. Wir sind mit leichter Verzögerung von 3 Minuten sehr gut durchgekommen, haben hoffentlich ein gutes Bild gegeben, freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, falls Sie von uns mehr Informationen benötigen, gerne jederzeit über die Kontaktdaten. Wünschen Ihnen dann einen schönen restlichen Tag und eine gesunde Zeit. Vielen Dank.